Am Stand der Deutschen Post, gleich vertreten mit drei kompetenten Gesprächspartnern, die ich Ihnen mal vorstellen möchte, mit drei Themen. Und zwar Anne Münks, Sie sind hier, wenn es um das Thema geht, der Werbemanager. Jetzt ist das ein sehr komplexes Thema, aber man hat mir gesagt, Sie schaffen es, in drei Sätzen uns dieses komplexe Thema ganz kurz zu erklären. Ich glaube, das ist ganz einfach, weil der Werbemanager ist ein Produkt, mit dem wir kleine mittelständische Unternehmen ins Internet bringen können. Das heißt, wir bieten Kunden einmal Suchmaschinenmarketing bei Google an und auch Bannerwerbung. Und das Ganze kann auch regional ausgesteuert werden, was für viele Kunden vielleicht auch einfach neu ist, dass man auch im Umkreis, in dem man aktiv ist, Internet Werbung auch regional aussteuern kann. Und da bietet die Deutsche Post eben den Werbemanager an mit der kompletten Kampagnensteuerung, mit dem Reporting bei absoluter Kostenkontrolle. Und das wird von vielen Kunden auch schon sehr, sehr gerne angenommen. Ich denke, das ist auch was, was viele noch nicht so ganz mit der Deutschen Post verbinden. Aber aufgrund unserer langjährigen Direktmarketing-Erfahrung nutzen wir unsere Kompetenz, unser Know-how, um das auch jetzt konsequent in das Thema Online-Marketing weiterzuführen. Ich merke den Glanz in Ihren Augen bei diesem Thema. Das heißt, Sie bekommen von Ihren Kunden ein unglaublich gutes Feedback bisher dazu. Ja, also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema für viele Kunden, weil gerade das Thema Internet noch Neuland ist. Die Kunden wissen ja, ich muss ins Internet, ich muss dort irgendwie präsent sein. Und man weiß, wie schnelllebig das Thema Internet ist, wie vielfältig. Und wir bieten unseren Kunden halt da einfach wirklich eine schlanke und kontrollierbare Lösung, um im Internet präsent zu sein. Neuland ist ja auch das Thema der E-Brief. Rainer Hermes, da haben Sie sich ausgiebig mit befasst und es gibt doch schon viele, die diesen E-Brief nutzen. Ja, mittlerweile mehr als 1 Million Privatkunden. Dazu haben wir unsere 100 größten Unternehmen mittlerweile angeschlossen und mehrere tausend Geschäftskunden, die eben halt den E-Postbrief registriert haben und dann eben halt auch teilweise schon nutzen. Ganz wichtig, der E-Postbrief ist keine E-Mail. Nein, ganz deutlich nicht. Jeder Teilnehmer muss sich identifizieren. Das heißt, wenn ich einen Brief schicke an Rainer Hermes, dann ist auch Rainer Hermes der Empfänger. Und nicht, wie es bei einer E-Mail ist, kann es auch Hans Müller sein. Sondern nur derjenige, der sich identifiziert hat, kann auch diesen E-Postbrief empfangen. Und zudem bieten wir natürlich auch noch den Hybridbrief an, dass eben halt derjenige, der nicht identifiziert und registriert ist, den Brief trotzdem zugestellt bekommt über unseren Zusteller. Auch die sollen ja ihre Arbeit behalten. Und damit haben Sie schon ganz wichtige Dinge, die für den E-Brief sprechen, genannt. Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema. Welches sind noch wichtige Argumente für die E-Post? Ist sicherlich für viele Kunden auch deshalb interessant, weil sie dadurch deutlich Kosten einsparen können. Sie brauchen keine Druckerei, keinen Druck mehr, sie brauchen kein Papier mehr, sie brauchen keine Umschläge mehr. Sie sparen die Zeit und den Weg zur Filiale. Und können das alles in eins mit einem Klick oder mit zwei Klicks vom Computer aus erledigen, sodass eben halt auch die Mitarbeiter ihre eigentlichen Aufgaben wahrnehmen können und nicht zur Post laufen müssen, um da was einzuliefern. Ne? Nach wie vor werden wir aber auch unseren gewöhnlichen Brief immer noch mit anbieten, auch die nächsten 100 Jahre. Finde ich gut, weil ich klebe gerne die Briefmarke auf meinen Brief. Der Werbemanager, die E-Post und die Adressen, ein ganz wichtiges Thema. Und Norbert Nolte, Sie sind ganz kurzfristig noch auf die Messe gekommen, da bin ich ganz froh drüber, denn das ist Ihr Thema. Ja, Adressen, wir kennen das alle, gerade wir Geschäftskunden. Bei den Geschäftskunden ist es ja so, die Adresse muss stimmen. Und bei vielen Geschäftskunden ist es ja so, dass die Adressen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Jedes Jahr ist eine Aussendung und kurz vorher fragt man sich natürlich, Mensch, wie sieht das aus mit unseren Adressen? Und die Deutsche Post bietet da einmal an, einen kostenlosen Check zur Überprüfung, einmal, wie sieht es aus mit den Adressen? Da können wir von vornherein sagen, es sind zum Beispiel, das ist so ein Schnitt nach 2-3 Jahren, 25-30% der Adressen nicht mehr auf einem richtigen Stand. Und dann können wir dann kurzfristig die Adressen, die der Kunde denn dann eben braucht, die Qualifizierten eben dann zukommen lassen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist auch, wenn jetzt für eine bestimmte Aktion, ein neues Produkt ist auf dem Markt, eine Zielgruppe gesucht wird, dass wir dem Kunden dann für die entsprechende Zielgruppe dann die Adressen auch liefern können. Da hat der Kunde einmal die Möglichkeit, die Adressen zu mieten für ein Jahr und in diesem Jahr
hat er dann die Möglichkeit, auch mehrmals die Kunden anzuschreiben und danach gehören ihm die Adressen, wenn sich jemand meldet. Oder eben, dass er sagt, okay, die Adressen sind mir gerade in dem Bereich so wichtig, ich kaufe die Adressen gleich. Dann hat er die Möglichkeit, dann natürlich die Adressen immer zu nutzen. Drei wichtige Themen, drei kompetente Gesprächspartner, die Deutsche Post kann viel und bewegt viel. Hier auf der MIME 2011, Ihnen dreien Dankeschön, weiterhin noch gutes Gelingen. Ja, danke.